Moin! Ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem ausgepackt und ausprobiert Video zur Digo DGW30 Überwachungskamera. Fangen wir an! So, da wären wir jetzt einmal bei der Digo DGW30 Überwachungskamera. Ja, und das ist eine Überwachungskamera für die Anwendung draußen. Befestigt man an eine Häuserwand zum Beispiel oder eine Decke und so weiter, und dann kann man halt sensible Bereiche überwachen lassen. Ne? Dadurch, dass man das Teil draußen anbringt, muss es natürlich auch wind- und wettergeschützt sein, also Wasser, Regen und so weiter sollte dem Gerät nicht unbedingt was ausmachen. Und das Teil kann halt einerseits über so einen Bewegungsmelder aufnehmen, automatisch aufnehmen. Dann sendet das Teil auch direkt an die App, die man halt auch noch installieren kann auf dem Smartphone. Sendet es so einen Alarm und dann kann man halt sofort nachgucken, ob da was los ist und so weiter. Außerdem gibt es so einen Signalton und der ist auch relativ laut. Ja, und dann halt noch WLAN und LAN-Verbindung ins hauseigene Netz. Man kann Zugriff übers Internet bekommen, ne, über die App, und dann kann man halt tatsächlich auch über, wenn man im Urlaub ist, ne, halt mal gucken, ob alles gut ist zu Hause und so weiter und so fort. Ne. Also da gibt es diverse Funktionen bei dieser Kamera. Man kann auch Nachtaufnahmen durchführen, dann gibt es noch LED-Beleuchtung, dass man die Szenerie auch ausleuchten kann und so weiter und so fort. Also eine richtig interessante Kamera. Für einen Preis von knapp 30 Euro ist das soweit auch sehr, sehr gut. Und ich würde das Teil heute einmal auspacken. So, da gehe ich einmal wie gehabt durch die Verpackung. Und hier sieht man einmal Digo und DGW30 Double Light Bullet Kamera. Ansonsten halt nur recht sporadisch das Design, so ähnlich wie bei den Blitzwolf Produkten. Dann sieht man hier oben Design for your decision. Auf der Seite dann ein paar Piktogramme halt von den Eigenschaften, ne? Und da gucke ich mir das nochmal an. Two-Way Audio, also man kann im Grunde, oder nicht man kann, sondern das Teil hat eine Gegensprechanlage. Man kann tatsächlich mit den Leuten sprechen, die dann halt bei der Kamera sich befinden, ne? Dann gibt es hier ein Color Night Vision, also halt, wie ich schon angesagt habe oder angesprochen habe, das Teil kann halt Aufnahmen machen in der Nacht. Dann hat man hier eine Wi-Fi-Verbindung, Full-HD-Lens, also man kann in Full-HD-Auflösung aufnehmen. Dann Motion Detection, also dieser Bewegungsmelder. Dann 3D-Noise-Reduction, also irgendwie so eine, wahrscheinlich eine Rauschverminderung oder sowas. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. Dann TF-Card, das ist eben diese, ja, chinesische oder internationale Bezeichnung für SD-Karten. Für Micro-SD-Karten kann man da reinstecken. Dann Full-Time Recording, also man kann das Teil ständig benutzen. Ne? Das Teil ist ausgelegt, dass das die ganze Zeit läuft. Ne? Dann Remote Control, also wie gesagt, über die App kann man das Teil steuern. Dann Auto-Alarm-System, diese Tonausgabe, die ich schon genannt hatte. Dann Offline-Recording, also man muss nicht im Internet oder mit dem Internet verbunden sein. Die nimmt auch Aufnahmen oder die führt auch Aufnahmen durch, ohne dass sie im Netz ist. Und dann halt noch Loop Recording. Das heißt, sie nimmt die ganze Zeit auf und überschreibt dann die Datei. Ne? Solange nichts passiert ist, wird halt immer die Datei überschrieben. Ne? Ja, dann hier auf der Seite nochmal ein paar Details. Resolution 2 Megapixel, Focal Length 6 mm, dann Infrarotlicht 2 Stück, ne, LED, dann weißes Licht 4 Pieces, also auch 4 Stück LED, dann Max IR LEDs Lens, also das Teil kann halt mit dieser Infrarotlampe oder den LEDs bis zu 30 Meter erreichen. Dann Max Storage, da wird halt angegeben 64 GB Maximalfassung bzw. auch Unterstützung der SD-Karten. Dann Minimum Illumination, da 0,1 Lux, das ist wohl die Helligkeit, die er benötigt. Minimum ist halt 0,1 Lux. Dann Angle of View, das ist halt einmal die Sichtweite, ne? 60 Grad. Dann Power, das Teil braucht 12 Volt und 1 Ampere.
Operating Temperature, also halt diese Betriebstemperatur, minus 20 bis 55 Grad Celsius. Und dann halt hier noch diese Schutzklasse IP66. Ja, dann noch ein paar Infos, ne, CE-Zertifizierung und so weiter und so fort. Und hier unten gibt es nichts zu sehen. Und dann mache ich das Teil einmal auf. Na, ist ein bisschen blöde hier hinter der Kamera. So. Und da haben wir einmal ein bisschen Styropor und dann direkt die Kamera. Und hier sieht man schon, das Ding ist nicht klein, ne? Also wirklich ein großes Teil, ne? Das lege ich einmal kurz zur Seite, schaue ich mir gleich mal an. So, dann nochmal Styropor. Dann haben wir hier einmal ein Netzteil mit solch einem Stecker. Und das ist ein ganz normales EU-Netzteil. Ne? Und wie gesagt, hier 12 Volt bei 1,5 Ampere sogar hat das Teil. Dann haben wir hier einmal ein Netzwerkkabel. Ne? Ganz normal, kann ich gleich mal zeigen, wo man das anschließt. Und ich habe das nebenbei schon mal ausgepackt. Ne? Haben wir hier dann nochmal und hier haben wir dann nochmal diese Befestigungsmöglichkeit. Hier schraubt man die Kamera an und dann wird das Teil hier an die Wand oder an die Decke, je nachdem, wie man es halt möchte, angeschraubt, angebohrt und dann kann man das Ding fröhlich benutzen. Ne? So, dann hat man einmal Schrauben, Dübel und dann nochmal weitere drei Schrauben und dann hier nochmal so eine Qualitätsüberprüfungszertifizierung. So, jetzt schaue ich mir die Kamera mal an und ja, man sieht hier halt schön in weiß gehalten. Richtig riesig das Ding. Und hier sieht man halt diese ganzen Linsen bzw. diese LEDs. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist Infrarot und das ist diese normale Beleuchtung oder Infrarot hier und hier, keine Ahnung. Aber zumindest ist hier diese richtige Hauptkamera und ja, das sieht schon ziemlich beeindruckend aus und ist es offensichtlich auch, weil ich habe das Teil auch schon mal ausprobiert, ne? Damit ich schon mal so ein bisschen weiß, von was ich rede. Ja, soweit besteht das Teil hier komplett aus Kunststoff, aber es fühlt sich sehr, sehr hart und robust an. Also da denke ich mal, das ist schon extra für so einen Außeneinsatz konzipiert, ne? Hier das Ding. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wozu das ist. Drehen kann man es jedenfalls nicht. Hier hat man dann diese WLAN-Antennen. Die kann man halt auch ausrichten, je nachdem, wie man es möchte bzw. braucht. Und hier auch. Hier unten, bzw. erstmal hier noch an der Seite, sieht man hier noch das Deko-Logo. Und hier unten sieht man dann einmal einen Lautsprecher für diese Tonausgabe beziehungsweise eben auch, dass man jemanden hört, ne, wenn man mit dem Menschen dann spricht, der sich dort befindet. Dann hier die Möglichkeit, die Schrauben anzubringen. Dann hat man hier noch so eine Klappe und das ist einmal, hier steht Reset Micro SD Card SIM Card. Gut, beim SIM Card weiß ich jetzt nicht, ob man hier tatsächlich auch SIM Karten einstecken kann, aber zumindest hat man hier so ein Knopf, den man drücken kann. Also diese Gummierung kann man halt auch, diese Gummipenöpel kann man auch abmachen. Und dann sieht man hier einmal einen Micro-SD-Karten-Slot und dann hier so ein Knopf. Und zur Einrichtung muss man das Teil einmal drücken. Ne? Das wird dann aber Schritt für Schritt eben angesagt, was man hier genau machen muss. Und ja, so, dann hier noch hinten sieht man halt nochmal diese Seriennummer und so weiter. Dann noch so ein QR-Code, den muss man auch einscannen, wenn man das Teil einrichtet mit der App. Zeige ich euch gleich nochmal. Ne? Also nicht die Einrichtung, das ist selbsterklärend, aber dann noch, wie die App aussieht. Ne? Dann hier einmal das Kabel von dem Gerät und zwar einmal, wie ich schon sagte, Netzwerkkabel und hier Stromkabel. Ja, und ansonsten wäre es das soweit, was ich zeigen kann. Das hier werde ich euch jetzt nicht vorführen, wie man das Ding hier festmacht, beziehungsweise so, wie man das Teil hier jetzt festmacht. Ne? Das ist jetzt auch selbsterklärend. Schrauben ran, zusammendrehen und fertig. Ne? Also da, das ist jetzt nicht schwer.
Und dann würde ich euch halt jetzt einmal die App zeigen. Dann zeige ich euch noch einmal kurz die App. Und zwar ist das die sogenannte Joy Light App. Die kann man kostenlos aus dem Google Play Store herunterladen. Und ja, jetzt sieht man halt schon alles eingerichtet. Und wenn das noch nicht eingerichtet ist, dann drückt man hier auf den Plus-Knopf und kann dann halt hier aus verschiedenen Kameras wählen. Und hier steht dann neue Kamera hinzufügen. Das macht man dann. Dann nimmt man hier diese Mini-Kugelkamera. Die wählt man aus. So. Ja, die sagt jetzt, die App, dass man halt einmal diesen Knopf drücken muss, diesen Reset-Knopf. Und dann hört man so einen Sound von der Kamera. Dann natürlich muss man zuvor den Strom, also das Netzteil eben angesteckt haben und das alles in Strom reingesteckt haben. Und wenn man das dann gehört hat, und das passiert dann eben, wenn die Kamera an ist, dann sagt man, ja, ich habe gehört. Dann wird jetzt, prüfen Sie, ob das grüne Licht blinkt. Das blinkt dann vorne, dann sagt man ja, blinken bestätigt. Da muss man sich in das Netzwerk hier, zum Beispiel WLAN, verbinden. Ich hatte das direkt mit LAN gemacht und da ist das sofort halt identifiziert worden. Das kann ich jetzt gerade nicht machen, weil das möchte ich nicht nochmal machen. Jedenfalls wird es dann nach dem nächsten Schritt erkannt. Da muss man den QR-Code, wie ich ja eben gerade schon gezeigt hatte, ne, an der Kamera, den muss man scannen lassen und dann landet man im Grunde direkt hier in dem Moment, so, in dieser Ansicht und sieht dann hier so ein Piktogramm, da kann man dann raufdrücken und kann dann direkt sehen, was die Kamera anzeigt. Hier sieht man jetzt die Aufnahme von der letzten Nacht. Das Gerät war in der Wohnung. Ich hatte das zu Testzwecken einfach mal nicht an der Wand angebracht, sondern einfach mal in Betrieb genommen. Hier sieht man dann noch Hier sieht man, das spiegelt sich im Fenster, die Leuchten, also die LEDs. Und ich werde euch jetzt nochmal ein paar Aufnahmen zeigen, wie das so funktioniert, wie der Bewegungsalarm funktioniert, ne? Und halt grundsätzlich diese Aufnahmequalität von den ganzen Aufnahmen. Ne? So, jetzt seht ihr einmal die Testaufnahme und rechts seht ihr dann einmal die App. Und da gehe ich halt durch die ganzen Funktionen. Bei den Testaufnahmen sieht man halt hier auch aufgrund der Bewegung, ne, ob man Blockbildung feststellen kann. Ein bisschen sieht man natürlich. Dann jetzt sieht man auch noch die Nachtaufnahme. Von der Qualität her bin ich aber soweit sehr, sehr überzeugt. Also das finde ich ganz gut. Und in der App jetzt rechts, da mache ich halt einmal eine ganz normale Aufnahme. Hatte eben gerade jetzt noch einen Schnappschuss erstellt. Also man kann auch Bilder produzieren. Dann habe ich jetzt diese Tonaufnahmefunktion oder Gegensprechfunktion ausprobiert. Funktioniert auch gut. Dann kann man hier noch auswählen Full HD oder normales HD, ne, dieses 27p. Dann die Grundeinstellung, da gibt es diverse Funktionen zum Einstellen. Ich gehe jetzt nicht komplett überall rein. Dann hier kann man den Bildschirm um 180 Grad drehen, ne, wenn man den halt falsch herum anbringt. Dann hier noch die Tonaufnahmen. Dann Licht, intelligente Vollfarbe und dann halt intelligente Nachtsicht, Standardnachtsicht, Vollfarben-Nachtsicht und so weiter und so fort. Dann schaue ich mir einmal den Punkt Netzwerk an. Da hat man halt Netzwerkinfos und so weiter. Ne? Dann hier Wachszene, da kann man eben auch diesen Alarmton, der aber auch extrem nervt, weil er sehr, sehr laut ist, ein- und ausschalten. Ne? Wenn man schläft und ja so ein bisschen vorsichtig ist, dann kann man den natürlich auch einschalten. Hier sieht man dann noch diese Karteninformation, da sieht man, wie viel Speicherplatz noch frei ist. Ja, und dann kann man halt die Kamera lösen. Naja, eine blöde Übersetzung. Ja, also von der Qualität her bin ich sehr beeindruckt und für den Preis von so knappen 35 bis 40 Euro geht das vollkommen in Ordnung. Auch die Funktionen sind wirklich ausreichend. Ne? Mehr braucht man eigentlich nicht. So, das war's jetzt von mir und der Digo DGW30 Überwachungskamera. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!